Geisterschlachten, das sind ja... Sind die nicht noch ein bisschen zu stark? Ja, die sind doch. Also wir müssen... Yeah! Yeah, wir müssen schon wieder zwei Quests abgeben. Das ist ja prima, also. Ja. Schon richtig bequem. Sonst habe ich immer irgendwelche Quests aufgeteilt in mehrere Regionen. Das nervt. Geht man wegen einer Quest dorthin, geht die Quest weiter oder man muss irgendwie komplett irgendwo anders hin. Das nervt. So etwas sollte eigentlich heutzutage nicht mehr sein. Das gab es noch bei Zelda Ocarina of Time, okay, da ist es wegen dem System gewesen, aber hier in Regnum, solch schlechte Sichtweite, ne. Oder vergleicht sich Regnum mit Zelda? Mit einem 10 Jahre älteren Spiel. Pasteurisiert. Ah, ich wollte mal Dragon's Prophet anspielen, euch zeigen. Aber so wie ich im Form auch sehe, sind die wirklich ungefähr genauso dumm wie die hier. Und machen ja das Balancing einfach immer wieder kaputt und alles mögliche. Oder nerven nichts. Aber wir können das Game mal anspielen. Wir werden mal schauen. Ist einfach nichts los hier. Keine Schätze, keine Weihnachtsbäume. Einfach nur leer. So leer. So unglaublich leer. Okay, ein Weihnachtsbaum. Wenigstens etwas. Haben wir ein bisschen mehr Gold. Aber was bringt mir Gold? Ich will Kisten. Ich will Kisten. Auch wenn es nur kleine sind. Ich meine, immer irgendwer ist hinter mir, weil der Sound irgendwie ganz komisch falsch liegt. Irgendwie viel zu laut für so wenig, so viel Abstand. Und dann noch von hinten, nicht von vorne. Das ist der Atari Ice Storm. Okay. Doch diese, das ist Plateau, oh nein, das ist die Insel. Wo ist das? Das Plateau da? Da ist der Berg ist da hinten. Okay. Lol.
Polizist ist plötzlich wieder schnell. Weshalb? Ich verstehe irgendwie die Technik nicht. Es ist schön lange oben wieder. Aber trotzdem kommen immer wieder so komische Lecks. Sagen, komm, jetzt streng dich an. Es geht doch. Saurier. Der Nessie. Oder die Nessie. Es ist eine die. Und ja. Toll. Schön. Ganz komisch, einfach mal knack abgeschaut. Einfach nur beendet. Schöner Absturz. Nicht mal einen Report konnte ich senden. Ich sende so gerne den Report, wenn ihr das nicht, wenn es abstürzt. Ich bekomme so viel Post von mir. Ach, bei League of Legends immer wieder. Bling, 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 das Server lag, Server lag, Server lag. Der Cleister. Okay. Ja. Jetzt sind wir da. Wir sind wieder eingetroffen. Stadt. Den unaussprechlichen Namen. So. Noch BK. Wir sind immer noch so weit vom Level 33 weg. Ich sehe keine Reichstafel. Ich mag das nicht. Also, zurück nach Birka. In den Kreis und dann schauen. Ja, vielleicht machen wir hier noch ein bisschen Krieg. Ich werde ein bisschen wieder auf das auch hochladen. Abgeflacht ist, nicht mehr so viele schauen, kannst ja auch verstehen. Aber Regnum lässt mich nicht Spaß haben. Es gab eine relativ lange Zeit, da war Regnum eigentlich das beste Free-to-Play-MMORPG auf dem Markt. Also für mich, ich weiß jetzt nicht, fand zum Beispiel Rappels, Fliff und so. Es wurde mega gehypt, aber war der größte Bullshit. Da ist
viel besser, war viel besser. Da ist mögliche. Da gab es glaube ich nur Level 40 bei Regnum und war relativ schnell oben und konnte dann immer Reichsquests machen. Also Reichsquests. Reichkämpfe. Aber das wurde so extrem gedehnt durch diese 20 Levels, die extrem lange gehen. Dadurch wurde Regnum immer schlechter und die Zeit nagte natürlich auch an Regnum. Heutzutage ist man einfach viel zu verwöhnt, um Regnum zu spielen irgendwie. Da man auch irgendwie nicht Regnum zu zweit oder zu dritt spielen will, sondern immer eigentlich alleine ist. Ich sehe meistens Spieler, die alleine sind oder die einfach keine Freunde finden, weil alle so ein bisschen fern sind. Fernlich benehmen, nicht näher kommen und so. Ja, und jetzt wieder nach Gokstadt Hafen. Jetzt kack mich, kack drauf. Ich kack jetzt wirklich doppelt drauf. Der hat ein schlechtes Böckchen. Der hat doch gute Böckchen. Schauen wir mal. Ja, der hat nur schlechte Böckchen. Mal schauen bei den Pfeilen. Pfeifender Pfeil. Meisterpfeil. Ja, Level 44. Da bin ich noch einige Zeit nicht. Tante Trude kenne ich. Also, chattet manchmal. So lassen wir uns töten. Wir haben wahrscheinlich nicht so gute Chance. Ja, sieht aber gut aus. Schauen wir die Geister an, welches Level die aus, welche Farbe die Schrift hat. Gehen dann zum Point, vielleicht hat es dort ein paar Leute, die gerade losgehen. Okay, blau. Aber wir müssen nicht die töten, oder? Geist der Schlachten. Könnten wir eigentlich jetzt machen. Es ist nur ein Gegenstand. Aber könnte extrem lange brauchen zum